Das heißt, wir feuern, lenken ab, Padma geht rein, holt Silistra und dann sind wir wieder weg. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Pirates. Wir sind immer noch in Blackbeard Space. Das hört sich echt gut an, das Wort. Und ja, heute machen wir hier weiter, tatsächlich wirklich. Wir versuchen, die weiter auszuhorchen. Wir haben bis jetzt leider kein geheimes Lager gefunden. Die haben mich dreimal fast entdeckt. Oder sagen wir, die haben mich dreimal entdeckt, aber nicht gekriegt. Sonst wäre ich ja nicht mehr hier. Es ist richtig, richtig kritisch. Ich schaue mich einfach um. Hier muss doch irgendwas sein. Da ist nichts, hier ist nichts. Irgendwas Auffälliges? Hier ist... okay. Ich zitter immer noch am ganzen Leib. Okay, die Kühe, da ist noch eine Kuh frei. Soll ich jetzt... ich mache einfach nochmal. Hier, komm raus und durch. Oh, das hat jetzt keiner gesehen, keiner gehört. Komm, geh einfach raus. Oh, verdammt. Wer hinten... Wer ist da? Ist es Blackbeard? Nein, ist der Weibelphönix, okay. Warte, ich schau mal hier runter. Am besten bin ich halt die ganze Zeit vorbeigelaufen. Am geheimen Lager. Weil das sieht ja eigentlich schon gut danach aus, oder? Könnte schon sein. Dass es hier einfach bauen, das ist ja gar nicht mal so dumm, ne? Weil normalerweise würde man wirklich am Turm gucken. Okay, da unten ist Sand. Hier sind Pilze. Oh mein Gott. Es ist, ich glaube, ich bin jetzt tatsächlich erstmal sicher. Ich schaue jetzt nicht mal nach Hinweisen, sondern schaue einfach so nach. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist tatsächlich. So habe ich halt auch letztens die Kiste entdeckt, wo leider nichts drin war. Aber theoretisch ja schon, ne? Wie schaut nun der Plan aus? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann leider echt nicht so viel entertainen, es tut mir so leid. Was tun? Ich weiß es nicht, frag mich doch nicht, ich weiß es nicht. Eigentlich müssen wir danach suchen. 2 Minuten habe ich noch. Herr Maurus kommt? Herr Maurus schlachtet ab, okay, dann bin ich hier erstmal sicher. Zur Eisfläche und neu formieren. Es ist halt die einzige Chance, glaube ich. Wir haben sonst keinen. Ich weiß nicht, was wir sonst tun sollen. Ja, gut. Okay, ist es 3 hoch? Ja, dann bekomme ich keinen Schaden. Oh, okay, okay, okay. Okay, okay. Oh Mann. Komme ich von hier? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber schon, ne? Wir kommen schon von hier. Ich sehe nur die Eisfläche nicht. Ich ruder nicht weg. Okay. Oh Gott. Hallo. Hi. Oh Gott. Ey, es ist so spannend. Ja. Ach, da sehe ich, okay. Ich muss Tränke holen, lass zumindest mal runter. Ja, ich auch. Ich habe noch 2 Unsichtbarkeitsringe. Es war so, Mann, es war so krass. Wo bist denn du? Ach, da bist du. Oh, Der erste Fehler geht auf meine Kappe. Ich war auf der Rückseite vom Turm und ich habe gesehen, dass Kroko da irgendwo einen Block abgebaut hat und in eine Kiste gegriffen hat. Und ich dachte mir, geil, geheime Kiste. Bin so halb um die Ecke und dann ist Kroko mir entgegengekommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nicht bewegen. Ja. Ne? Ja. Weil sonst sieht er mich. Aber er hat mich trotzdem gesehen an den Partikeln. Ja. Das war mein erster Fehler, es tut mir mega leid. Ja, es passiert. Also es wäre auch sehr, es wäre zu geil gewesen, wenn wir das jetzt einfach ungesehen geschafft hätten irgendwie. Okay, einmal durchatmen und mal gucken. Und ich bin wieder sichtbar, du müsstest mich wieder sehen. Ich hoffe nur, die sehen uns jetzt nicht. Komm runter. Ach, da bist du. Ja, ich komm. Okay. Wir haben noch 5 Tränke. Okay, wie viele hast du noch? Ich habe die 2 Ballisten mitnehmen können. Ich habe die einfach schon mitgenommen. Also warst du in deren Lager drin? Nee, ich hatte einfach zu krass Angst. Also ich weiß nicht, wieso ich so blöd war. Aber ich habe mich in die Tür gestellt und den Moment abgewartet, wo jemand rausging. Da bin ich rein. Weißt du, wie ich meine? Ja. Hat funktioniert. Und ich war drin und es sind 5, 6, 7 Leute sind an mir vorbeigelaufen und haben mich nicht gesehen, weil die nicht damit gerechnet haben, dass da einer drin ist. Boah, ich hatte halt immer so Angst, dass sie mich sehen durch die Partikel. Ich habe da so Respekt vor. Alles gut. Es ist wirklich heftig. Dann habe ich wenige Kisten öffnen können. Mob Drops habe ich geöffnet. Das meiste ist nicht beschriftet. Kannst du bitte ganz kurz einen Block da hinsetzen, sonst treibe ich die ganze Zeit in dich rein. Danke. Also das war nur das Standardlager. Da war nichts. Da war gar nichts. In einer Kiste war komplett voll mit Equip, mit Eisenrüstungen und sowas. Ja. Da habe ich mir gedacht, okay, ich baue die ab und setz Lava, dass das Zeug verbrennt. Ja, ach, das aber meintest du, deswegen hast du es gesagt, das verbrennt das nicht. Das Zeug ist nicht verbrannt. Und dann haben sie natürlich gemerkt, dass jemand drin war, weil dann die Kiste abgebaut war. Dann habe ich den Boden abgebaut, weil ich wollte, dass es runterfliegt. Das war ein bisschen eine Kurzschlusshandlung. Was machen wir? Die werden immer mindestens zu dritt da sein. Also auch wo kurz mal Basti, Kroko und irgendjemand war auch noch weg, waren immer noch 3 da. Das war eigentlich unsere beste Chance, aber für mich war es immer noch zu riskant. Ja, das wissen wir halt jetzt
im Nachhinein, ne? Ja. Dass es die beste Chance war, wo die nur zu dritt waren. So, jetzt laufe ich auch raus. Hallo. Hallo. Schön, dich zu sehen. Hi, ja. Ich bin der Echte. Oh, Tim, der Echte, krass. Ich habe meinen Unterwasseratmungstrank nutzen müssen bei meiner ersten Flucht. Ich habe jetzt noch Stärke und Feuerresi. Das war halt so knapp, Mann, ey. Ich glaube, die haben mich auch zweimal entdeckt. Also vor allem King of Ender hat mich einmal entdeckt, dann bin ich ins Wasser, der hat mich immer noch gesehen, der hat mich irgendwie dann verloren. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, der hat mich einfach verloren. Halt ein Hit ist halt, glaube ich, schon Hälfte tot, ne? Weil die haben halt Dia verzaubert und wir sind einfach schutzlos. Ich habe einmal zwei Hits stecken müssen. Ich glaube, ich auf drei Herzen oder so. Boah, ja, es ist halt... Das war der Moment, wo ich mein Unterwasseratmungstrank getrunken habe, glaube ich, und habe mir gedacht, ich bleibe jetzt hier unten. Ja, ja. Goldapfel hast du? Ich habe noch Goldäpfel, ja. Okay. Ja, halt schlucken dann wirklich unbedingt, ja. Ja. Aber was machen wir jetzt? Rein oder nur Boote klauen? Ich weiß nicht, wo die Base ist. Ich war da drin. Vielleicht haben sie einen Geheimgang. Das ist ja safe. Ich habe schon Nametags, als ich in der Nähe war, habe ich schon Nametags gesehen. Die waren so unterhalb vom Turm, Richtung Hafen. Okay. Aber ich weiß nicht, wo der Eingang ist, und stumpf durch die Wand bauen, das ist ja langweilig. Also das machen wir ja nicht, ne? Ich habe auch ein bisschen eine Suche angefangen bei dem Haus, weil da waren halt richtig viele Falten. Und dann dachte ich mir halt, ja, was ja eigentlich auch Roleplay-technisch, finde ich, okay ist, da halt zu suchen. Oder auch hinter dem Gemälde mal durchzulaufen. Es war nichts. Ich habe zwar eine Kiste gefunden, aber da war nichts drin. Also ich glaube, legitim ist es schon, was Roleplay angeht. Ich meine, du probierst ja aus, du weißt es ja nicht. Ja. Oder? Nee. Also ich habe keine Ahnung. Dann würde ich nicht mitkommen, ganz ehrlich. Also ich möchte da keinem hier den Spielspaß versauen. Also ich habe absolut keine Ahnung. Stine schreibt mir gerade, ob wir noch in der Nähe sind. Wenn die aus dem Hafen verschwinden, könnte sie fliehen. Nein, das ist, glaube ich, zu riskant. Also der Plan, dass sie Stine durch Celestra tauschen, ist für mich völlig okay. Es ist, finde ich, völlig okay. Ja, also ne, habe ich mir gedacht. Weil das ist ein Plan, dann kommen die nicht mit uns, ich packe jetzt Trinken rein, beklauen uns noch mehr, sondern machen ein faires Tauschgeschäft und dann klauen wir. Also wenn die Stine verhören, dann gehen wir vielleicht rein oder wenn sie die Stine abholen oder so. Weil da müssen ja trotzdem ein paar Leute dabei sein, vor allem Captain und Kroko. Dann sind sie zu zweit oder zu dritt. Siehst du mein Nametag, wenn ich sneake? Halt ein bisschen dunkler, aber halt immer noch deutlich. Was sollen wir machen? Abwarten oder weil wir haben bloß noch 5 Tränke oder wir fahren einmal in die Base und holen neue. Ah komm, wir haben 5 Tränke, ich habe noch 2. Du hast noch? 0. 0, gut, dann nimmst du 4, dann nehme ich noch 1, dann haben wir 3 und 4, dann haben wir trotzdem noch 20 Minuten. Also das kriegt man definitiv hin, wir können da safe noch ein bisschen bleiben. Wenn uns dann die Tränke ausgehen, gut, dann müssen wir zurück. Ja, ich war halt im Turm und dann habe ich schon bei einer Minute getrunken, ne, weil ja, da musste ich die Gelegenheit abpassen, wo sie mich nicht hören. Ja, boah, das ist auch immer so riskant drauf zu gucken, ne. Okay, dann, was machen wir? Nochmal rein? Ja. Nochmal ein bisschen warten. Vielleicht ergibt sich eine Möglichkeit, was zu beobachten. Ja. Und wenn es nichts wird, dann schreibe ich dir und ich klau ein Boot. Aber da habe ich mir auch gedacht, weil ich war beim Hafen und die haben da 3 Boote stehen. Wir könnten 1 einfach reinsetzen, voll Segel setzen und wieder rausgehen. Bis die das dann gecheckt haben und umlenken, könnten wir das andere klauen. Irgendwie so, ne? Dass wir halt erst mit einem Boot Täuschungsdings machen und dann das andere klauen. Dass die denken, wir sind in dem anderen drin. Genau. Dann würde ich in das hinterste reinhüpfen. Ja. R drücken, volle Segel setzen, gegen die Wand fahren. Also einfach nur geradeaus. Genau. Also einfach Segel setzen, sofort wieder aussteigen. Das, genau, das Boot sofort fährt, wieder aussteigen und kurz beobachten. Die werden hinrennen und denken, wir sitzen noch drin, wollen da schlagen oder keine Ahnung. Und dann nehmen wir die anderen 2. Das andere, da könnten wir uns dann schon reinsetzen und darauf warten, dass sie dann halt beim anderen suchen, dass wir dann mit dem, wo wir dann sitzen, rausfahren können. Aber das sollte nur einer machen, weil dann würde die Verfolgungsjagd losgehen und dann hat halt der andere noch die Chance, noch mehr zu klauen. Okay, wie ist dein Adrenalin? Mega. Also der ist jetzt gerade ein bisschen wieder tiefer, weil ich halt jetzt in Sicherheit bin. Aber sobald ich drin bin, ja, habe ich keinen Klarkopf. Wer macht das? Wegen mir kann ich wegfahren. Ist das okay für dich? Dann gehst du rein. Klar. Dann steht der Plan und wir gehen mal rein, gucken nochmal und dann schreiben wir, wenn wir sagen, ob wir es machen. Ja, machen wir so. Unsere Ausbeute ist bislang nicht so super. 2 Ballisten. Ja. Naja, das war jetzt für mich erstmal so ein Reingucken. Wir wissen jetzt, wie es geht. Wir haben uns darauf vorbereitet. Jetzt geht's los. Bereit? Angriff. Wann trinken wir? Ich würde sagen, am Ufer, weil da hinten gucken wir eigentlich nochmal so gewöhnlich nicht. Oh mein Gott. Viel Glück, hey. Ja, dir auch. Das wird was, ey. Huf. Ja. Okay, ich trinke. Gut. Also dann, wir sehen uns. Jupp. Schnell wieder einen bereithalten. Auf geht's, Leute. Auf geht's. Zweite Runde. Ich hoffe einfach nur, dass sie jetzt Dina noch nicht freigemacht haben und mit der gehandelt haben. Okay, die sind... Oh, da sind alle drin. Stina ist auch da. Okay, wir müssen die jetzt eigentlich aushorchen. Weil die sind drin, das heißt, die sehen mich nicht. Die sehen meine Partikel nicht. Da unten ist Survival Phoenix. Da unten ist Survival Phoenix? Aber mit koordiniertem Plan. Das heißt, wir feuern, lenken ab, Padma geht rein, holt Celestra und dann sind wir wieder weg. Sollen wir mit den Trebuchet angreifen?
Nee, der dauert 200 Jahre zum Laden. Wir machen das mit den, okay, mit den Katapulten. Das heißt, wir schleichen uns von hinten an, gehen auf die Bäume und von den Bäumen aus zielen wir mit den Katapulten auf die Rumbaufen. Ja. Denk dran, hat jemand von noch einen Bogen zufällig? Ich hab eine Armbrust, aber ich habe keine Munition dazu. Wir kommen von hinten über die Insel da Rumbaufen, von Landesinnern, bauen unsere Katapulte auf, feuern drauf und Padma kommt von vorne und holt sich Silistra. Können wir das vielleicht nochmal, okay, auf der Karte zeigen? Padma kommt von vorne und tanzen, also, wir können zu der Karte verdammt. Verdammt. Verdammt, ich muss Captain schreiben. Ich muss hier kurz weg, bevor sie mich sehen. Okay, jetzt hat. Oder? Ja. Okay, einer ist da unten. Das heißt, da unten ist irgendwo das geheime Ding. Padma kommt von vorne und will Silistra klauen. Oder befreien, eigentlich ein besseres Wort, naja, jetzt ist es zu spät. Irgendwo da ist. Ja, okay, ist ja ein Zugebot. Das heißt, irgendwo da. Es muss irgendwas Geheimes sein. Okay, Butterblume ist da. Sie sehen mich nicht. Ich bin unsichtbar. Sie sind bald alle wieder weg. Das ist dann unsere Chance. Dann klauen wir die Boote. Stina läuft frei rum. Okay, wir warten. Ja. Stina ist ja Insiderwissen. Das heißt, ich darf sie fragen. Message Stina. Hast du die Zeit, uns ein wenig in den Plan einzuweisen? Oh, ich hoff's. Ich hab noch 3 Minuten, okay. Die Kür befreien, das mache ich jetzt nicht, weil dann bleiben ein paar hier. Es bleiben so oder so ein paar hier. Padma geht weg, Kroko geht safe weg. Blackbeard geht weg, King of Ender hält bestimmt nochmal Wache. Stina hat keine Zeit mehr zu schreiben, absolut verständlich. Ich muss hin und hin hören, das ist ein komischer Satz. Wo ist denn hier gerade jemand ins Wasser gesprungen? Ach du Scheiße. Ich glaube, sie haben Tim erwischt. Okay, fahren sie los? Sie fahren los. Was ist das denn? Ach, das ist ein Bär! Holy shit. Die haben meine Partikel schon wieder gesehen, sorry. Die wollen unser Dorf von hinten angreifen und fahren gleich fast alle weg. Das konnte ich mithören. Alles gut. Solange es dir gut geht. Alles wird gut, solange es wild ist oder irgendwie so heißt es doch. Okay, es sind so gut wie alle weg. Es hält keiner Wache? Es was? Nein, safe nicht, oder? Hält irgendeiner Wache? Als ob. Ich sitze an Bord. Nein, es sitzt am... Verdammt. Das heißt, ich bin jetzt ganz alleine. Sind jetzt alle weg? Nein, es sind doch jetzt nicht alle weg, oder? Warte, hier war das, ne? Hier haben sie irgendwas zugemacht. Da. Nee. Ich glaube, es sind alle dabei, die glauben, ich wäre ein Teil ihrer Crew. Okay, das ist meine Chance. Okay, warte, hier? Ist hier irgendwas? Nein. Irgendwo hier, da habe ich ihn runterbuddeln sehen. Da war ich, hier war ich. Da ist noch möglich? Ich gehe jetzt einfach rein. Scheiß drauf. Wenn keiner da ist, um hier... Es ist echt dumm von denen. Es müssten alle weg sein. Nichts drin. TNT nehme ich mit. Nehme ich definitiv mit. Das nehme ich auch mit. Als Bauteile. Gibt's was Neues? Sie sind auf dem Weg. Bin weiterhin bei der Base und schaue, was sich machen lässt. Okay. Hier ist nichts Sinnvolles drin. Da auch nicht. Oh Gott, trinken. Mein letzter Trank. Kartoffeln. Haben wir Kartoffeln? Ich weiß nicht. Ich nehm alles mit. Warte, das kannst du mal trinken. Ah, Weizenkörner. Ah, ist eigentlich dumm, wenn ich die mitnehme. Ist zwar gut, weil dann kann ich nichts mehr Neues anpflanzen. Aber Kartoffeln. Ah, nein, die lasse ich auch da. Ah, hier ist auch nichts drin. Lava nehme ich mit. Nehme ich alles mit. So, hier ist nichts weiter drin. Lapis nehme ich mal mit. Habe ich die Erlaubnis, alles in die Luft zu sprengen? Im Namen des Captains. Das ist mir echt wichtig. Alles zu klauen und Boote zu zerstören. Okay. Alles klauen schaffe ich nicht. Obwohl,
Spreng nur den Schrein. Welcher Schrein? Ach, der Schrein. Okay, dann setze ich da ein Tinte hin und dann zünde ich das mal dafür. Das ist okay. Was? Zieh dein Ding durch. Ich fahr der Heimat helfen. Alles klar. Ich bin auf mich alleine gestellt, Leute. Aber das seht ihr in der nächsten Folge.